Die Kolleginnen der BSAG sind in den Aufstand getreten. Sie fordern 4,8% Lohnerhöhung mit einem Mindestbetrag von 150 Euro, damit gerade die unteren Lohngruppen stärker von dem Tarifergebnis profitieren. Um die Verkehrswende zu schaffen und um ausreichenden Nachwuchs für den ÖPNV zu gewinnen, streiken die Kolleginnen wie auch heute für einen Flächentarifvertrag im Nahverkehr. Applaus vom Balkon und Fensterreden von Politikern reicht den Kolleginnen nicht. Sie wollen zu Recht mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre systemrelevanten Tätigkeiten in der Gesellschaft und nehmen dafür ihr Streikrecht in Anspruch. Und das ist auch gut so. Deswegen erwarten wir als Fraktion, dass sich das Land Bremen im Rahmen seines Einflusses für einen fachkräftesichernden Abschluss einsetzt, positiv zu Flächentarifverträgen im ÖPNV verhält, besonderen Herausforderungen im Gesundheitsdienst und in Kliniken anerkennt und sich für unsere Lohngruppen und Einstiegslöhne, auch wenn sie in Bremen kaum vorkommen, oberhalb der Armutssicherung stark machen.